Der DAX kommt ein bisschen zurück. Das sollte nicht wirklich überraschen. Wir haben mehrmals darüber gesprochen, dass das ja zu erwarten ist. Nicht zwangsweise jetzt zu dieser Zeit. Das ist also natürlich nicht gegeben, dass es genau in diesem Moment dreht. Aber ein Rücksetzer nach diesem Anstieg in dieser Form beispielsweise wäre für die bullische Seite überhaupt gar kein Drama. Im Gegenteil, es wäre hervorragend geeignet, um dann sich nochmal neu zu positionieren, insbesondere wenn der Kurs dann diese Zwischenhoch triggert. Wie tief kann so ein Rücksetzer sein? Naja, kann ist eine ganz blöde Aussage. Es kann das hier passieren, wir müssen das gleich mal bewerten. Es kann das hier passieren und es kann das hier passieren. So, klar, damit sind wir genauso schlau wie vorher. Kann alles sein, nichts muss. Das hilft uns ja nicht weiter. Doch, das hilft uns in gewisser Weise weiter, weil wir an der Größe ein bisschen erkennen können, was wir oder wie wir damit umgehen. Bekommen wir etwas, was korrektiv aussieht im Kleinen? Nämlich zum Beispiel etwas, was eher so aussieht. Wieso ist das klein? Wie können wir dann klein, wie ist klein und groß definiert? Definiert ist so eine Sache, aber wir können mal vom tiefsten Punkt zum vorläufig höchsten Punkt messen. Und wenn es deutlich über der 38er-Marke ist, dann können wir ziemlich sicher sagen, jawohl, das ist eine Korrektur, so, also von der Form, wie ich sie jetzt hier gezeichnet habe, wäre es ja eine Korrektur. Aber sie ist weit weg von der 38er. Wir erinnern uns, das ist ja unsere typische Rücksetzerzone für eine vollwertige Korrektur dieser Bewegung. Es darf ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein, aber das so als Größenordnung. Bleiben wir ungefähr so in diesem Ausmaß, dann sind wir relativ klein. Das heißt, diese Korrektur ist und bleibt eine Korrektur und gibt eine echte Chance für eine Fortsetzung nach oben. Aber es ist keine vollwertige Korrektur dieser ganzen Strecke. Das heißt, die steht noch aus. Also es kann sein, dass es dann vielleicht auch so erst nochmal aussieht, bis er dann nachher in diese Zone reinläuft und dann erst weiterläuft. Also ist sie so klein, was wir nicht vorher wissen, aber ja relativ leicht erkennen können, wie ich es gerade gezeigt habe, dann dürfen wir noch nicht davon ausgehen, dass das, was wir hier vorne haben, zwingend da hinten nochmal passiert. In dem Fall haben wir sowieso eine Sondersituation mit den Tiefs, aber lassen wir das im Moment mal außen vor. Wenn wir einen Rücksetzer haben, der hier irgendwie in dieser Größenordnung ist, das heißt, in dieser Fibonacci-Zone genau mittig eben ankommt, dann haben wir hier eine hinreichende Korrektur, die typisch ist für eine vollständige Korrektur dieser Bewegung und damit eine realistische Chance für eine entsprechend auch weitgehende, weitreichende Fortsetzung nach oben, Stichwort das hier als Trigger. Grundsätzlich mal gesprochen, insbesondere wenn das die erste Bewegung ist, was hier jetzt leider nicht ganz optimal ist. Deshalb weiß ich noch gar nicht, ob mir das jetzt so lieb wäre, weil dann hätte ich nämlich die Sorge, wie gehe ich damit um, weiß ich ja noch nicht so richtig. Na gut, die nächste Variante ist diese hier. Die erkennt man natürlich auch relativ deutlich, weil sie eben deutlich tiefer gegangen ist als die 61,8er. Vielleicht geht sie dann sogar noch ein Stück weiter, dass sie sogar unter die 78er, was kein Beweis ist, aber steile Bewegung darunter, damit ist das bullische Bild vorläufig nicht ganz unmöglich, gar keine Frage, aber deutlich, deutlich, deutlich weniger relevant. Im Gegenteil, wenn er dann wackelig hochkommt, dann eher sogar nochmal die Abwärtsseite. Welches dieser drei Möglichkeiten jetzt kommt, das wissen wir nicht, das ist, wäre jetzt geraten, aber wir können ungefähr an Größe und Form ausmachen, mit was wir dann als nächstes rechnen, insbesondere wenn wir dann getriggert wurden. Also spannende Situation hier beim DAX aktuell. Das ist beim Dow Jones grundsätzlich ähnlich, außer dass er sich noch nicht dazu bequemt hat, hier mal in diese komische Pause zu gehen. Das heißt, das steht hier noch aus. Es kann also sein, dass das jetzt sofort passiert. Also die gleichen Szenarien, das muss ich nicht nochmal alles einzeln zeichnen. Könnt ihr selber ein bisschen rumspielen mal und euch das überlegen, wie diese Szenarien aussehen könnten. Zeichne das mal für euch so ein bisschen ein. Das kann ab sofort passieren, kann auch sein, dass er vorher noch mal einen Meter weiter steigt, aber das Grundprinzip bleibt das gleiche. Ist es eine kleine, eine typische oder eine zu große Rücksetzerbewegung? Ist sie korrektiv oder zu dynamisch? Und dann können wir ablesen, ob wir eher uns auf der bullischen oder eben nicht auf der bullischen Seite bewegen wollen. Das ist nie ein Beweis. Hier sehen wir ja auch, also ganz schön tief runter und sehr steil. Aber er hat ja auf der anderen Seite auch gar keinen Anlass gegeben für einen Short, dann hier nochmal aufzugreifen, weil dafür hätte er ja wackelig hochgemusst, das hat er ja nicht getan, also insofern auch gar keine Verwechslungsgefahr. S&P seht ihr grundsätzlich ähnlich, da bin ich sogar fast gewogen, wenn ich hier in dem kürzeren Chart gucke, das aufzufassen wie eine Korrektur, allerdings eine kleine,
Wie war das nochmal mit der kleinen, zeichnet Fibonacci vom tiefsten bis zum höchsten Punkt dieser steilen Bewegung? Dann sehen wir, ja, Rücksetzer, ja, mutet auch so ABC-mäßig an, ist aber bei weitem nicht eine vollständige Korrektur. Fortsetzung nach oben, also ja, aber Zielweite ungewiss, weil sich die nicht jetzt einfach projizieren lässt im Sinne von dritte Welle beispielsweise. Nasdaq ist grundsätzlich ähnlich. Auch der Nasdaq ist aktuell in der Korrektur. Wir sehen das hier so andeutungsweise. Sieht ganz klar korrektiv aus. Und ich bin gewogen, wenn der Kurs durch dieses Hoch hier geht, dann werden wir auch diese Marke durchstoßen und noch ein bisschen mehr. Ein bisschen mag ich mir sogar vorstellen, ist das vielleicht eine 1, 2, 3, 4 und dann nochmal eine 5. Und anschließend bekommen wir dann diese etwas größere Korrektur, die ich ja vorher beschworen habe oder heraufbeschworen habe bei den anderen. Hier fände ich das Bild sogar noch toller, denn das ist ein echtes erstes Tief und übergeordnet, ebenfalls crazy cool, 1, 2, 3, 4, 5 und hier wieder die A, B, C. Das heißt, manch einer kann hier schon long sein. Das ist durchaus denkbar. Dann muss man allerdings sicherlich eher hier unten stoppen oder auf der 78er hier. Ich bin noch lieber dran, das noch abzuwarten. Dann kann ich nämlich enger stoppen, komme vielleicht sogar noch mal ein bisschen günstiger rein, um dann reinzukommen. Im Moment mal sehen. Denn das Szenario, was wir hier, ich habe das jetzt mal so vorausgesetzt, ah, guck mal hier, das sieht ganz klar dreiwellig aus, korrektiv, das gibt doch bestimmt hier, machen wir das mal so ein bisschen hübsch, das gibt doch bestimmt hier so eine Art Korrektur, hier sowas in der Richtung und nach oben, vorsichtig, nach oben erstmal nur, wenn er da durchgeht. Es ist genauso denkbar, dass er erstmal eine 1, 2, 3, 4, 5 macht. Und viele sagen jetzt, ja siehst du, da weiß man es wieder nicht. Ja, aber dann sind wir ja hier auch nicht getriggert. Das heißt, wir gehen dann ja auch nicht long. Deshalb ist das so wichtig mit dem Trigger. Viele glauben, dass wir irgendwie meinen, wir können die Zukunft vorhersehen an den Charts. Das ist natürlich Quark, aber wir haben dann zumindest mal nicht die Voraussetzung hier für die Long-Seite, sondern im Gegenteil, wenn er dann sogar das macht und danach nochmal runter, dann hätten wir eine erste hoch, eine ABC runter und dann den nächsten Abend wieder nach oben. Ihr seht, das Bild ist nahezu das Gleiche, was ich da ergeben kann. Also, jetzt kein Grund, hier auf die Long-Seite zu gehen. Für die kürzerfristigen würde ich diese Marke im Auge behalten. Das ist so das Hoch vom 29. morgens, also von heute Morgen. Wenn er diese Niveaus, das ist beim Future jetzt, beim Märzkontrakt, beim Nasdaq 16.560, ungefähr 62 oder was es war, wenn er die nach oben durchstößt, dann glaube ich, sagen zu können, dann gehen wir auch da durch plus X. Also durch das Hoch, was wir jetzt hier hatten, wann war das? Am 28. mittags. Also ich sage mal, dann ist die 16.700 durchaus fällig. Das wäre etwas, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Sicher weiß man es natürlich nicht, aber das scheint mir relativ realistisch. Allerdings dann halt im Anschluss diese Korrekturbewegung, ihr erinnert euch, dann hätten wir dieses hier als 1, 2, 3, 4, 5. Und dann kommt halt, wenn wir da sind, bei der 700, vielleicht geht es auch bis 800 hoch, aber irgendwie so, dass dann irgendwann diese Korrektur eben noch folgt, die dann im Großen wiederum genutzt werden kann. Es ist also tricky, auf der anderen Seite aber auch wieder ganz einfach. Deshalb versucht euch selber mal am Chart ein bisschen, guckt mal, wie ihr damit klarkommt. Ansonsten hören wir uns ja nochmal wieder. Euch alles Gute erstmal, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Beitrag.